Was geht ab, meine Freunde? Zu einer weiteren Folge Running to the Donkey auf unserem Server donkeygames.net. Ja, lass die Kohle doch ein bisschen schmeißen. 5 Sekunden bis zum Start. Das ist schon so ein kleines Ritual geworden. Wenn man Kohle nicht schmeißt, dann ist man kein offizieller Eselreiter. Deswegen hat sich das schon so ein bisschen etabliert. Und natürlich auf der vercrackten Map hier. Retro, glaube ich, müsste es ja sein. Zockt mal ein bisschen Running Donkey. Wer den Spielmodus nicht kennt, kann ja mal gerne unseren Server abchecken. Der Modus ähnelt aber Mario Kart. Denn man läuft ein Wettrennen und kann Items platzieren in dieser Zeit. Die dann halt kichern, lachen, dementsprechend halt verschiedene Dinge machen. Und man hat natürlich einen Speedbuff und dies, das, jenes. Man kann halt reiten, ein bisschen kichern auf Eseln kann man halt nicht, aber egal. Deswegen crack ich manchmal rum ein bisschen. Man darf auch eigentlich nicht springen, denn man hat ja Speed 2. Und ab Speed 2 bringt Sprint Jump nichts mehr. Korrekt eigentlich. Und wenn ihr euch fragt, warum ich so vercrackt müde aussehe, ihr wisst, ich schlafe gerne viel. Draußen ist es heiß, man muss ja irgendwie überleben. Und das tut man immer gut, wenn man schläft. Ui, zack, kein Problem für mich. Mach ein bisschen hier. Blindheit habe ich eingesetzt. Water Bucket platziert. Wasser. Kann man hinten gucken, wie geht's Wasser? Ah ja, und man ist unsichtbar. Damit man sieht halt nur die Name Tags. Damit man halt nicht stört. Ui, boah, war das Opti. Gib mir doch Stern oder... Stern oder Parker. Jenes, dieses. Das macht mich echt traurig. Ui. So, sowas. Genau sowas meine ich. Danke, Peter. Peter! Ui. Kein Problem für mich, denn ich bin hauptberuflich Jäger. Wie geht's dir? Schreib doch in die Kommentare, wie es dir geht. Dort kann man nämlich kichern. So. Das ist immer so Minus. Nachher einige Items sind noch verbuggt, also nicht wundern. Nase kitzelt hier immer. Einige Items sind noch verbuggt. Aber kein Problem für mich, ich habe die dahin platziert. Ich frage mich, wie viel Platz ich eigentlich bin. Der Rest, die Anzeige stimmt, soweit ich weiß, nicht. Und wenn sie. Cool. Und wenn sie doch stimmen sollte, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich heiße, weil ich bin genickt. Von daher juckt mich Nulli. Juckt mich Nulli. Waterbucket. Ich sag danke. Danke bei dir. Wie geht's? Danke. Cooles blitzt. Pass auf, jetzt werde ich wegen dem Blitz niemals. Ah, doch. Boah, kein Problem für mich. Nein, es blitzt schon wieder. Das ist deren Ernst. Aber es gibt Trick 17, Sprinten und Springen. Dann kannst du dich gut fortbewegen. Katastrophe hier ein bisschen. WoW hat mir, ich habe eine E-Mail von WoW bekommen. Die haben mir 7 Tage Spielzeit geschenkt. Und ich habe bald eine Prüfung und... Oh Mann, das musste ja passieren. Und ich setze Blazeword natürlich im falschen Moment ein. Und die haben mir 7 Tage WoW Spielzeit geschenkt, weil es... weil ein Patch rauskommt. Und ich bin ja WoW, ich liebe WoW. Und ich überlege, die halt zu aktivieren. Aber ich weiß ganz genau, dass mich das dann voll vercrackt, diese 7 Tage. Und ich das dann nur am Zocken bin. Aber ich hätte... Nein, jetzt habe ich dich selber gejagt. Wo hing ich fest? Mann, ich bin komplett verloren. Fully. Fully. Aber auf jeden Fall, ich würde so gerne... Bis 5... Oh, Blitz. Bis 5. August habe ich Zeit. Und, ich würde es schon so gerne zocken. Ich mache das auch wahrscheinlich eh, weil... Ob ich dann letztendlich zocke oder nicht, ist ja egal. Hauptsache, ich aktiviere die Zeit. Kann ich meinen kleinen Jäger weiter zocken? Das wird geil. Meine Garnison weiterbauen, weil ich weiß gar nicht, welches Level ich letztendlich geworden bin. Weiß ich leider nicht mehr. Nein, Early Girl hat gewonnen. GG, Early Girl, GG. Habe ich auch auf Twitter geschrieben, jemand meinte, nimm das auf. Aber WoW, ich weiß, WoW, finde ich, kann man nicht aufnehmen.
kann man streamen, so gut Indies und sowas. Aber explizit jetzt, explizit das WoW so ein Let's Play aufzunehmen, ist halt eh Katastrophe. Das dauert ja eh Minimum 17.000 Folgen. Von daher, werde ich da nichts aufnehmen, denke ich, aber ist ja auch YOLO, mal gucken, ob ich WoW zocken will. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selbst WoW spielt und auf welchem Server. Und ansonsten, meine Freunde, ich hoffe, euch hat diese kleine Running Donkey-Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar oder eine Bewertung. Ist jetzt etwas kürzer geworden, das Video. Aber ist nun mal so. Manchmal gibt es Tage an diesen, da muss man kürzere Videos hochladen, damit ihr lernt. Damit ihr lernt und in die Kommentare schreibt, mach längeres Video. Und dann ich sehe, okay, die ganzen Parkers wollen längeres Video, weil die reiten halt auf ihren Eseln dann nur 5 Minuten, die wollen aber 10. Deswegen sehe ich das dann, bekomme Mitleid und mache dann nächstes Mal wieder längeres. Und es klingelt. Haut rein, Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss, ich muss weg. Tschüss, ihr sitzt hier im Boxershort. Tschüss.